meine Lieben, zum 7. Dezember. Ja, heute haben wir einen Tag, wo ihr alle ein bisschen aufpassen solltet. Wir haben vielleicht nicht so gute Laune und das ist bei allen so und deswegen kann man so ein bisschen aufeinander krachen. Bitte ein bisschen Rücksicht aufeinander, ein bisschen, ja, die Zunge im Zaum halten und sich beruhigen. Einmal tief durchatmen und sich die ein oder andere giftige Bemerkung einfach verkneifen. Ja, und das kann sich halt bis zum Abend durchziehen. Also seid bitte heute schön vorsichtig, seid nett zueinander und ja, anstatt was Negatives zu sagen, entweder gar nichts zu sagen oder einfach das Thema wechseln oder was anderes, ja. Also, wie gesagt, seid ein bisschen vorsichtig, dann wird das schon werden. Ja, mein lieber Schütze, schön, dass du da bist und wir schauen, was jetzt am 7. Dezember die Karten für dich bereithalten. Wir haben positive Vorwärtsbewegung, also du bewegst dich vorwärts und das im positiven Sinne. Also auch, denke ich mal, positiv gestimmt, auch wenn das jetzt so allgemein nicht so gut aussah. Denke noch einmal darüber nach. Das heißt, es ist ja heute ein bisschen kritisch und kribbelig und du solltest dir auch gut überlegen, was du wem heute sagst. Also ein bisschen vorsichtig sein. Wir schauen mal, was die Engelkarte sagt. Lebensaufgabe. Der Sinn deines Lebens besteht darin, auf eine Weise zu dienen, die dir selbst und anderen große Freude bringt. Mach dir keine Sorgen, ob du deine Lebensaufgabe finden wirst. Richte deinen Fokus stattdessen darauf, in den Dienst einer guten Sache zu treten. Und dann wird deine Lebensaufgabe dir behilflich sein. Ich sehe das so, dass du eben auch vorwärts kommst, dadurch, dass du auch beobachtest und zuhörst, lernst natürlich und über das, was du jetzt an Eindrücken gewonnen hast, nachdenkst. Und wie gesagt, wenn heute ein bisschen ein schwieriger Tag sein sollte, eher mal ein bisschen schweigen, bevor man zu viel sagt. Und die Karte hier ist der Vertrag. Wir haben die Lebensaufgabe, wir haben den Vertrag, die Verbindung. Und ich denke, wenn du ein bisschen über Dinge nachdenkst und eher zuhörst, als jetzt zu agieren und die Dinge sich positiv entwickeln, wirst du eine enge Verbindung haben. Entweder mit deinen Mitmenschen, mit dir selbst oder mit deiner Lebensaufgabe. Ich glaube, dass ich da etwas bewegen kann. Und achte drauf und höre gut hin und schau es dir an und denke darüber nach, was dir wirklich wichtig ist. Ja, sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Und wenn du magst, sehen wir uns dann morgen wieder.